Ja, hallo, willkommen zu Werner Vino. Heute wollen wir euch mal wieder Weine von einem Weingut zeigen, das wir ja, das ein oder andere Mal schon gezeigt haben, auch mit dem On Tour schon besucht haben. Und ja, heute geht es um die Weine von Kerstin Laufer. Die Kerstin Laufer wohnt ja in Lisberg, das ist ja schon in Oberfranken. Wenn ihr nochmal auf so ein Tour schaut, dann seht ihr auch nochmal, es ist wirklich ein sehr schönes Weingut, also kann man nur empfehlen, da mal hinzuschauen. Und wenn dann auch mal wieder Außengastro und so weiter erlaubt ist, ist es auch sehr schön da auf Weinfesten und so weiter. Ja, wir machen heute wieder eine zweigeteilte Folge. Wir präsentieren euch heute ein paar Weine von ihr. Ich bin heute mit der oberen Klasse sozusagen dran. Der Ralf zeigt euch eher die Basic-Weine. Und ja, über die Kerstin haben wir ja schon viel erzählt. Ist unserer Meinung mit Sicherheit eine der jungen Winzerinnen in Franken, die sehr auf der Überholspur sind, kann man sagen. Ja, auf der Überholspur. Und jedes Jahr legt sie eigentlich ein Quäntchen zu, hatte jetzt 2020 ein bisschen Pech mit dem Spätfrost. Deswegen ist da extrem viele Ausfälle gab. Also von dem her können wir euch da nur sagen, wenn ihr die Weine von heute vielleicht bekommen wollt, dann ja, schaut mal direkt zu ihr. Sie hat mit Sicherheit noch ein paar in Reserve. Ist also nicht so viel da, was man bekommen kann. Ja, aber kommen wir mal zu den Weinen. Ihr wolltet ja öfters mal wieder ein paar Orange-Weine und ja. Wenn ihr das wollt, dann machen wir das auch. Und die Kerstin hat uns einen Silvaner Orange Wein zur Verfügung gestellt. Gibt es ab Weingut so für ungefähr 20 Euro. Bin sehr gespannt. Also der ist komplett Maische vergoren. Ist aus dem Barrique, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube schon. Und ja, mir eben den Bimbacher Schlossgarten. Ist, glaube ich, eine Monopollage in Brixenstadt. Und ja, Farbe ist ein bisschen intensiver, wie ihr hier seht. Übrigens, immer noch vielen Dank nochmal für das coole Glas an meine lieben Kolleginnen. Schaut schon geil aus, also finde ich cool. Vom Silvaner hier merkt schon, das ist ein Maischegärer. Also, das ist. Bisschen anders als so ein 0815 Silvaner, sage ich jetzt mal, sondern das ist schon was Spezielles, das ist was Besonderes. Aber was wirklich sofort in die Nase sticht, ist die Quitte. Ja, aber auch so ein bisschen Aprikose und noch ein bisschen Bergamot, ein bisschen Zitronenzeste. Ja, nee, Orangenzeste so ein bisschen, nicht Zitrone, Orangenzeste und so Bergamotte so ein bisschen so dabei. So ein ganz leichter Hauch. Ich muss noch mal riechen, also. Ein ganz leichter Hauch von Lakritz. Also wirklich nur ein ganz leichter Hauch, finde ich. Ihr merkt gerade, wie es hier auf den Geschmacksknospen, auf dem Gaumen überall so bip 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 macht. Also viele kleine Geschmacksexplosionen, die jetzt hier kommen. Also wirklich, der ist prägnant, er ist sehr lange im Mund da. Gefällt mir gut. Also wirklich, Kompliment. Normalerweise ist ja eher der Ralf, so der Orange Weinspezialist, aber hin und wieder probiere ich die auch sehr gern und also ich muss sagen, der taugt mir. Aber ich finde, viele Orange-Weine, da ist es einfach so, die sind gewollt, um Orange zu sein und hier ist einfach ein Maischegärer,
der schmeckt einfach nach Silvana, der schmeckt gesund. Gesund kann man das sagen, der schmeckt gesund. Also viele Orangeweine, wenn man die probiert, dann schmecken die so gekünstelt und dahergemacht, finde ich. Und ich finde, der ist einfach, der schmeckt nicht gemacht, sondern entstanden. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ein Sponti aus dem Barrique und das Barrique ist, glaube ich, das ist schon ein bisschen älter. Also ich würde sagen, so Dritt-Viertbelegung Barrique, also nichts Frisches. Und sehr schöne Fließgeschwindigkeit. Also ich muss echt sagen, Kompliment, liebe Kerstin. Der Orange, der hat was. Der hat echt was. Und hat wirklich Volumen, hat Kraft. Ist schön. Wirklich sowas. Also nichts Frisches, sondern was Herbes, sage ich jetzt mal. Was, aber halt was Kräftiges, Volumiges. Also der hat einfach Dampf. Und so würde ich ihn auch dann in der Küche einsetzen. Also ich würde den schon so ein kleines bisschen hin und wieder. Also man kann ihn als Rotweinersatz einsetzen, aber man kann ihn eben auch für abgefahrene Gerichte, also mit ja, so Richtung Unami in der Richtung vielleicht einsetzen, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, also in der Richtung wirklich so in Sachen so moderne, spezielle Küche, finde ich. So würde ich den einsetzen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Und das ist auf jeden Fall ein Wein, den ich bei uns in den 40ern sehen würde. Also Kompliment. Der ist gut. Der ist echt gut. Kompliment. Und je mehr Luft er bekommt, umso interessanter wird er. Wird auch immer geschmeidiger, so ein bisschen im Glas. Ich bin mir ganz sicher, der wird heute Abend noch ein bisschen mehr kommen. Also da bin ich mir absolut gespannt. Es ist wirklich ein ganz toller Wein. Ist schon gut. Wäre ich jetzt im Punktebereich 42, 43... Ich tendiere aber eher zu 43, weil, ja, also das ist ein Orange, der schmeckt mir, der taugt mir, der macht Spaß. Und ja, also es ist auch nicht so heftig, hat 12,5 Alkohol, kann man schön trinken, hat einen schönen Trinkfluss, kann man als Speisenbegleiter gut einsetzen, ist wirklich ein schöner Allrounder, also macht mir Spaß. Ja, 43 Punkte, macht Laune. Ich gebe jetzt mal an den Ralf ab. Der hat jetzt auch noch einen Wein für euch. Also bis gleich. Macht's gut. Servus. Ja, hallo aus Österreich. Danke für die Überleitung, Burkhard. Ich probiere heute auch zwei Weine von der Kerstin Laufer. Übrigens, schöne Grüße nach Lisberg. Ich fange an mit einer Rebsorte. Immerhin die drittwichtigste Rebsorte in Franken. Bacchus. Jetzt über Bacchus hört man eigentlich meistens negative Sachen. Ja. Wenn er dann so meistens in Liter Qualität halbtrocken ins Glas geschenkt wird, der berüchtigte Wein von manchen Weinfesten. Aber es gibt auch guten Bacchus. Ja. Und wir schauen jetzt mal, wie der von der Kerstin ist, beziehungsweise ich schau mal. Wir sind ja, wir probieren ja heute Einstiegssegment. Okay. Ja, also die Nase.
Die Nase ist eher vom guten Bacchus. Das heißt, ein guter Bacchus, den kann man so hinkriegen, dass die erste Nase einen so in Richtung Sauvignon Blanc führt. Ja? Und das macht er hier. Ja, es sind also eher so grünere Aromen. Etwas fruchtig. Der Wein kommt aus dem Stahltank. Der Wein ist knochentrocken. Hat wirklich ein bisschen die Sauvignon Blanc Note. Ich finde, es kommt auch Muschelkalk raus. Also ich nehme stark an, er ist vom Muschelkalk. Schöne Säure. Es kommt jetzt auch etwas die Frucht. Er ist so ein richtig schöner Sommerwein. Trocken. Also es heißt ja immer, Silvaner liebt Spargel. Ich könnte mir den auch in der Spargelzeit gut vorstellen, muss ich sagen. Also ein schönes, knackiges Spargelgericht, jetzt nicht so zerkochter oder so, passt da gut dazu. Oder zum grünen Spargel. Hat Also erinnert mich an manche französischen Weine. Sauvignon Blancs. So die Einstiegsqualität. Ich glaube, da hat sich die Kerstin auch ein bisschen dran orientiert. Gefällt mir sehr gut. Preislich sind wir da irgendwo bei, lass mal überlegen, ich glaube 8 Euro rum. Ist fair. Bekommt auch die 37. Ich gebe jetzt mal zurück zum Burkhardt und melde mich dann nochmal mit einem Rosé. Bis später. So, meine Lieben, hier bin ich wieder. Und nachdem der Ralf jetzt euch was Schönes präsentieren konnte, bin ich jetzt mit was schönem Roten dran. Nämlich, wir haben hier eine Domina. Also eine Domina aus der Exklusivlinie. Kommt auch aus dem Barrique und ist eine Domina, die jetzt wirklich, ja, einfach, wo die Kerstin einfach die Domina hochwertig ausbaut. Also die gibt ihr Zeit, die selektioniert auch bei den Trauben und da muss ich halt echt sagen, wenn man das macht, kann es gut werden. Also ich bin gespannt, was dann jetzt wirklich im Glas ist. Also das, was ich von ihr so gehört habe, das klingt sehr spannend, also gibt es ab Weingut, glaube ich, so ab, ich glaube 15 bis 17 Euro, so in dem Bereich könnt ihr den bei ihr kaufen. Und die Farbe ist halt schon so ein bisschen dunkel, richtig schön dunkel, Domina-mäßig. Ja, also von der Nase her, sowas Süßkirschiges ist dabei. Sandholz, kann das sein, ja? Ich merke auch so leichte Zimtaromatik und auch ein bisschen was schwarze Johannisbeeren, so in der Richtung, das rieche ich auch noch so ein bisschen. Bisschen Tabak, bisschen Schokolade auch. Tabak kommt jetzt mehr, ja, genau.
Was haben wir eigentlich jetzt? 18er Jahrgang, oder? 18er. 18. Viel zu jung noch. Also würde ich noch ein, zwei Jahre im Keller geben. Ja, ein bisschen Holz ist da, aber das ist schön. Ist schön. Wir haben eine frische Säure. Wir haben halt dieses kirschige, bärige, dieses tabakmäßige, etwas rauchige. Wir haben. Ja, da ist Rauchiges ist dabei. Also jetzt, wo ich den hier so auf der Zunge habe, da fällt mir sofort so ein bisschen Wildschweinrücken, schön mariniert vom Grill ein und dazu die Domina. Wäre geil, super. Wäre ich sofort dabei. Dazu ein bisschen schön Kräuterbaguette. Vielleicht ein bisschen Grillgemüse noch dazu und dann so ein Wein. Das macht Laune. Das ist sowas, so Wildschweinsteak. Da sehe ich den schön als Begleiter. Also jetzt, ich brauche schon ein Essen dazu, was ein bisschen was ein Geschmack ist, ein bisschen Dampf hat. Aber da macht der Spaß. Also der ist schön. Gefällt mir. Macht Laune. Und ist wirklich, also muss ich sagen, eine sehr hochwertige Domina. Also eine Domina, die wirklich Anspruch hat. Wir in Franken hier kennen ja Domina so ein bisschen als die Brot- und Butter-Rotweinrebe. Gibt es in der Literflasche. So ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mit Restzucker noch ausgebaut. So ein bisschen geschmeidig. Ein bisschen. Das ist hier jetzt nicht so ganz der Fall. Also wir haben schon eine Geschmeidigkeit. Aber wir haben halt auch ein bisschen Kraft dahinter. Wir haben halt. Also der ist nicht dünn, der ist nicht langweilig. Der ist. Also der macht Laune. Ja, ein bisschen Vanillig haben wir auch was dabei. Also ist gut. Einfach gut. Guter Domina. Und wenn ihr euch jetzt einfach überlegt, soll ich mir jetzt einfach. Wenn ich jetzt mich mit Freunden zum Grillen treffe, soll ich mir jetzt da einfach zum Essen. Soll ich da mir jetzt ein Primitivo holen oder soll ich mir da jetzt ein Cabernet holen aus Übersee oder so? Nein, holt euch eine Domina aus Franken mit Niveau. Und dann habt ihr hier echt viel Spaß. Und ich werde da jetzt noch ein Gläschen trinken. Punkte muss ich auch noch geben. Ja, wir sind hier, würde ich schon über 40 sehen. Also ich fand den Orange stärker. Den fand ich wirklich stärker. Noch eine Spur interessanter, die Domina ist eine sehr gute Domina, also wirklich Kompliment, also ich habe wenige Dominas getrunken in Franken, die besser sind, aber ich muss sagen, das ist so ein 41-Punkte-Wein für mich, also wirklich schön gemacht, 41 Punkte. Lass den vielleicht noch ein bisschen liegen, hat eine schöne Frische, schöne Gerbstoff, der dabei ist. Macht Laune. Gut. Ist gut gelungen. Zwei Weine, die mir heute sehr viel Spaß gemacht haben. Mal schauen, was der Ralf noch im Glas hat, was ihm noch Spaß machen könnte. Ich für meinen Teil melde mich jetzt mal ab. Und ja, ich gönne mir jetzt noch ein Gläschen da von den Weinen. Also macht's gut. Ich gebe ab nach Österreich. Bleibt's gesund. Und bis bald. Servus. Ja, hallo, da bin ich nochmal. Jetzt Kerstin Laufer, Rosé. Also, die Leute, die länger zuschauen, wissen, ich bin jetzt nicht der riesige Rosé-Fan. Ja? Meistens viel zu fruchtig, viel zu süß. Passt oft zum alte Damen-Kaffeekränzchen, ja. Um den Gugelhupf einzutunken oder so. Aber es gibt eben auch klasse Rosés. Bei der Kerstin kann ich mich an einen sehr, sehr guten Rosé erinnern, aus Spätburgunder. Der war klasse.
ja, war nicht ganz billig, aber das war schon. Ich hoffe, den gibt es auch bald mal wieder. Jetzt hier bei dem Rosé steht keine Rebsorte drauf. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen rauskriegen. Ich habe das auch im Internet nicht gefunden. Die Farbe. Also von der Farbe her. Ja, also wie ich vorhin schon angedeutet habe, die Kerstin kann Rosé. Das ist aber kein Spätburgunder. Hat schon beerige Noten. Dornfelder ist es auch nicht, kein Portugieser. Man merkt, er hat eine schöne Säure. Also aufgrund meiner Taubertal-Erfahrung würde ich hier fast auf Schwarzriesling tippen. Ich glaube schon. Könnte auch noch ein bisschen Spätburgunder drin sein, aber ich glaube, es ist Schwarzriesling. So dieses leichte, zarte, bisschen Walderdbeere, bisschen Himbeere, trocken das Ganze, schöne Säure. Und hat Trinkfluss. Das heißt Trinkfluss, der hat Fließgeschwindigkeit. Kostet, glaube ich, so knapp 9 Euro. Das ist schön. Ja, schöner Wein. Schöne beerige Note. Kirsche weniger. Ah, ist kein Spätburgunder. Das ist Schwarzriesling, denke ich mal. Also, passt perfekt. Ich kann mir gut zum Vesper vorstellen. Auch leichte Sommergerichte. Schöner Allrounder, Rosé. Also ich sehe ihn ungefähr auch da, wo der Bacchus ist. Ja, wobei ich den Bacchus ein bisschen stärker finde. Er kriegt von mir die 36,5. Großes Kompliment, tolle Einstiegsweine. Ich glaube, bei der Kerstin hat sich unheimlich viel gemacht. War ja ein richtiger Senkrechtstarter eigentlich. Aber ich glaube, das habe ich bei ihr auch beim On Tour gesagt. Ja.
weiß nicht, vor 3 Jahren war das, glaube ich. Und da hast du schon gemerkt, da ist Herzblut dabei bei den Weinen. Und ich glaube, da werden wir noch viel hören. Und viel hören aus Lisberg. Und das sage ich jetzt wirklich mal am Ende einer Sendung. Trinkt mehr Rosé, aber wenn Rosé, dann soll ich. Bis zum nächsten Mal. Servus.